was war dein erster Computer? In a world of fun and fantasy and ever-changing views and computer terminology. Meine erste Frage an dich wäre, so, was ist deine erste Erinnerung an Computer? Das war ein Commodore 64, auch Brotkasten genannt. Das war mein allererster Computer. In meinem Kollegenkreis oder im Umfeld hat es kein Computer gegeben. Null. Also nichts. Jahrelang, also ich habe sicher 2 Jahre lang Auto gewaschen. Für 5 Liber ein Auto gewaschen, damit ich mir so einen Brotkasten kaufen konnte. Das habe ich einen Bildschirm, einen Drucker und so einen Computer und ein Floppy bekommen für diesen Preis. Und mit dem bin ich vor allem online gegangen, auf Internet, via Bulletin Board System, mit einem Modem. Das war quasi wie der Vorläufer vom heutigen Internet. Und da hat man können verschiedene direkte Telefonnummern hat man müssen einwählen und dann hat man so Informationen bekommen. Je nachdem, gesellschaftlich bist du ein bisschen ein Nerd gewesen, ein bisschen abwesend, also nicht so mit den anderen. Du bist halt in deinem Räumchen gehockt, mit deinem Brotkasten und hast dich da drin vertieft, oder? Das war so ein bisschen sehr prägend gewesen zu dieser Zeit. Und du hast natürlich eine intensive Auseinandersetzung gehabt mit diesen Geräten. Also Sali, Peter, vielen Dank. Mich würde es jetzt interessieren, was war dein erstes Erlebnis mit Computer? Das war mein erster eigener Computer, den ich gekauft habe, mit meinen ersten paar Lehrlingslöhnen. Hat es den gegeben, zusammen mit einer Dataset, also mit einem Kassettenlaufwerk. Der funktioniert immer noch, der läuft immer noch. Er hat da auch so ein bisschen Bohrlöcher, an dem ist umgebastelt worden und so weiter. Oder? Da war die Reset-Taste drin. Yeah, finished playing, I want to reset. Done. Oh, hey, look at that, it worked. Also, hey, Mario, was war dein erstes Erlebnis mit Computer? Das war wohl in den Mitte der 80er Jahre, als ich mit meinem Freund, ich hatte selber keinen Computer, aber mein Freund, der hatte einen Vater und der war Physiker und der hatte einen Commodore 64 und dann haben wir eigentlich den übernommen. Commodore 64. I rate with it, create with it, telecommunicate with it, my Commodore 64. Und haben dort China Sisters gespielt, das ist im Hintergrund, oder? Eines der Games, die wir da durchgespielt haben. Habe ich jetzt erfahren, dass es eigentlich illegal war, scheinbar. Ja, es war ein Klon von Super Mario, ich weiß es nicht genau. Und dann haben wir auch Basic programmiert damit, zum ersten Mal. Was ist denn das erste Programm, das du gemacht hast? Das waren irgendwelche Schildkröten, die sich vorwärts und rückwärts bewegt haben, irgendwie sowas, ja. Kaum sind Computer erschwinglich geworden, ist natürlich auch der Wunsch aufgekommen, dass man die Dinger mitnehmen kann. Das Laptop trifft es da wahrscheinlich recht gut, das Ding ist 10,5 Kilo schwer. Ein Akku, das ist damals noch nicht das Thema gewesen. Du machst schon, geht schon richtig ab da. Jetzt, für wen wurde der Computer jetzt eigentlich gemacht? Also da sieht man jetzt ein Spiel drauf. Also hat man den genommen, um es ja unterwegs irgendwie zu spielen oder für wer hat den gebraucht? Nein, also wie gesagt, das ist mehr für Versicherungsleute gewesen, zum Beispiel. Also Versicherungen haben die Geräte eingesetzt für ihre Aussendienstmitarbeiter. Das war das Vintage Computer Festival 2020 und unsere Frage war ja, was war dein erster Computer? Und unsere Aussteller haben sehr oft beantwortet mit, es war ein Commodore 64, weil es halt einer der ersten Computer war, die auf dem Markt waren, die für den Heimmarkt auch verfügbar waren. Hier ist das Original, nicht mein persönlicher, den habe ich erst später erworben. Und unsere Frage an euch zu Hause, was war dein erster Computer? Mit welchem Gerät bist du aufgewachsen? Schickt uns eure Beiträge, eure Geschichten rund um euren ersten Computer, den ihr besessen habt, den ihr gekauft habt, mit dem ihr experimentiert habt und schickt uns den Beitrag als Video und wir zeigen die Beiträge und eure Geschichten am nächsten Vintage Computer Festival 2021.
Ja. Ich gehe jetzt mal weiterspielen. ...64K Memory, at a price that will put a computer in every home, business and school years before anyone ever dreamed. I adore.